Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, mein Name ist Werner Neff. Heute möchte ich Ihnen etwas erzählen über die Entwicklung von Anrosan. Anrosan steht für anorganische Rohrinnensanierung. Und wir haben bei der FDK AG das erste und das einzige Zementsystem für Trinkwasserleitungen im Gebäude, also Sanitärinstallationen, kleiner 80 mm. Das ist so der gebräuchlichste Bereich von Rohrgrössen, von 80 mm kleiner bis 10 mm geht das runter. Jetzt ist es so, dass wir mit Anrosan ein anorganisch freies Material haben. Also Zement ist ja ein nicht anorganisches Material. Und das hat natürlich wesentliche Vorteile. Das hat auch Trinkwasserversorgung schon vor über 100 Jahren entdeckt, dass man Rohr mit Zement von innen sehr gut kann gegen Korrosion schützen und gleichzeitig das Trinkwasser nicht mit irgendwelchen Chemikalien oder organischen Stoffen belasten. Anrosan ist von uns entwickelt worden in einer 5-jährigen Entwicklungszeit. Das heisst, wir haben, obwohl wir im öffentlichen Bereich mit Zement beschichtet, haben wir müssen komplett die ganze Beschichtungstechnologie bei Anrosan aufbauen auf dem Material. Das heisst, die ganzen Anwendungen, die wir heute auf der Baustelle haben, berühren darauf, dass wir den Zement zuerst entwickeln müssen. Wir haben da sehr eine enge Zusammenarbeit aufgebaut mit den Behörden. Wir haben ganz bewusst zuerst die Trinkwasserhygiene entsprechend angepasst haben mit dem Zement, dass die Behördenseite uns freies Licht gegeben hat für die Anwendung im Gebäude. Und das heisst, wir sind auch heute das erste und das einzige System mit Anrosan, das die Konformitätserklärung hat. Was heisst das? Man hat von Seite des BAG hat man die ganze Rohrinnensanierungsgeschichte im 2012 unter das Lebensmittelgesetz gestellt. Das heisst, dass man im Prinzip heute genau gleich behandelt werden von der Beobachtung der Behörden und auch von der Gesetzgebung über das Lebensmittelgesetz, dass wir an einer Verpackung von einem Lebensmittel entsprechen müssen. Das heisst, wir müssen den Nachweis erbringen mit dieser Konformität, dass sämtliche Inhaltsstoffe, wo in unserer Mischung enthalten ist, geprüft worden ist. Und dann müssen wir den Nachweis bringen, dass wir im Prinzip mit dem Behältnis, mit dieser Beschichtung, die ein Lebensmittelbehältnis darstellt, das Lebensmittel, in unserem Fall das Trinkwasser, in keiner Art und Weise verändern. Und wir von der FDK AG können das alles zusammen anweisen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.